Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabletop Talk. Heute bin ich dabei, ich bin Matu von Tabletop TV. Dann haben wir den Turil. Hallo. Und den Gabriel von Cadia TV. Hallo. Ja, heute sprechen wir über den kreativen Aspekt des Hobbys. Und was ich persönlich finde, eigentlich ist es ein kreatives Hobby, also man hat sehr viele Freiheiten. Wie seht ihr das? Also, meiner Meinung nach stimmt das nur zum Teil. Also, ich würde jetzt mal sagen, wir machen ja alle so Warhammer oder Warhammer 40.000 und da ist es ja so, dass man viele Freiheiten hat. Man kann umbauen, man kann Farbschemata wählen oder wie auch immer der Plural davon ist. Und man kann eben auch Gelände bauen und so weiter. Für Herr der Ringe, meiner Meinung nach, oder Hobbit zum Beispiel, sieht das Ganze ein bisschen anders aus, da man da ja eine vorgelegte, man hat eine Welt, die man eigentlich nicht mehr so abändern kann, wie bei zum Beispiel jetzt Warhammer Fantasy, wo ja die Modelle auch schwer umzubauen sind und ja, dann ist auch die Motivation ein bisschen kleiner, meiner Meinung nach, zum Beispiel jetzt auch andere Farben für die Modelle zu nehmen. Ja. Ja, So. so rosa Goblins machen auch nicht wirklich Sinn, ja. Aber nee, also ich glaube auch, dass bei dem Herr der Ringe bzw. The Hobbit irgendwie eher ja, quasi die Fans angesprochen werden, das halt genauso nachzumachen, wie es im Film ist, einfach weil die es schon kennen. Und ja, also Kreativität ist da wirklich schon ein bisschen eingeschränkt, deswegen spiele ich ja auch nicht. Aber ja, Umbaut machen da wirklich nicht viel Sinn, weil es halt diese Charakter aus dem Spiel sind und da halt eben diese Szenen halt nachgespielt werden. Und ja, macht es nicht Sinn. Aber allgemein so Gelände kann man ja trotzdem noch bauen, das hast du ja gerade Ja. angesprochen, und es kommt eigentlich auch nicht schlecht. Also so unkreativ ist es jetzt auch nicht. Aber ja, hast schon recht, das ist dort bei Fett 40k und Fantasy Warhammer schon wesentlich ausgeprägter. Entschuldigung. Ja, mach mal. Darf ich sagen? Was ich vorhin ja schon gesagt hatte, als wir noch nicht aufgenommen haben, ist es ja so, dass bei den Filmen zum Beispiel oder auch bei den Büchern, bei Herr der Ringe, ja eher größere Schlachten eine Rolle spielen und eigentlich überhaupt keine Scharmützel oder des Weiteren gezeigt wird, höchstens so Wargreiter, na gut. Und ja, eben das ganze Spielsystem auf Skirmish ausgelegt ist, wo ich das Problem sehe, dass einige Sachen nicht passen, da es auch irgendwie die Hälfte des Sortiments aus Charaktermodellen besteht. Und ja, da irgendwie Charaktermodelle, irgendwie kann man ja überhaupt nicht eigentlich umgestalten oder so. Von daher ist dann die Frage, ja, hat das alles seine Logik und ja, ist das jetzt sehr schöpferisch? Ja, also ich denke bei Hobbit und Herr der Ringe geht es ja eigentlich auch darum, einfach ein Abbild dieser fiktiven Welt Mittelerde zu machen und dann darin einfach ja den Film handeln zu lassen, halt mit Miniaturen und nicht mit einem Film. Und ja, das Ganze etwas plastischer. Und das schätze ich eigentlich auch um 40k. Es ist in der Zukunft und niemand weiß, wie das dort aussehen wird. Und außer vielleicht Zeitreisende. Aber es kann niemand sagen, ja, die Häuser sehen so und so aus und sowieso, es gibt so viele Planeten. Und man ist dort künstlerisch eigentlich komplett frei, zum Beispiel, was man für Gelände hat. Ob man jetzt, keine Ahnung, Pyramiden baut, das gibt es sicherlich auch. Oder ob man irgendwelche unterirdische Höhlen baut. Das stimmt auf Und jeden Fall. Das stimmt, weil in Warhammer 40.000, wie er schon gesagt hat, es gibt ja so viele unendlich viele Planeten. Jetzt nur als Beispiel. Und da kann man einfach eigentlich alles, was irgendwas mit Science Fiction zu tun hat, unterbringen. Und bei Warhammer Fantasy ist es dann schon ein bisschen weniger. Da hat man ja die eine alte Welt, wo man auch wirklich einen umfangreichen Fluff hat. Wo man aber dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal als Beispiel, wenn man irgendwie selbst was erfinden will, es gibt ja tausende Stämme von Orks, die man erfinden kann, Ogerstämme, imperiale Regimenter und so weiter. Aber das ist schon ein bisschen eingeschränkter als bei 40.000. Und ja, Herr der Ringe und Hobbit,
Hobbits ganz am vordersten ist, dann meiner Meinung nach sehr eingeschränkt, was man da so machen kann, ohne dass es unlogisch wird. Ja gut, Ja, bei und Fantasy muss ich dir auch ein bisschen widersprechen. Also im Prinzip, man ist zwar ein bisschen eingeschränkt durch die Geschichten, die es halt gibt, aber allein schon dadurch, dass es halt hier sowas wie Chaos-Energie gibt, die alles verändert, ist das auch schon ein bisschen, kann man da auch ein bisschen, glaube ich, schon seine Kreativität freien Lauf ja, auf lassen jeden bei Fall. dem, ohne dass man da jetzt irgendwem, da wenn man gegen irgendjemand anders spielt und der dann sagt, nee, die Typen gibt's nicht in Rot oder sowas. Ich glaube nicht, dass da irgendwie so viel Einschränkung ist. Aber andererseits, also zum Beispiel jetzt gerade Gebäude. Also irgendwie, ich meine, man hat ein Bild davon, von dieser Zeit auch. Und, also ja, irgendwie, wenn jetzt da einer mit einem, keine Ahnung, Beton Klotz hinkommt auf ein Fantasy-Spielfeld, dann schaut ihn jeder komisch an. Und beim 40.000 ist es einfach so, du kannst auch Fantasy-Gelände verwenden, weil es gibt sicherlich auch irgendwie Planeten, wo die Kulturen einige tausend Jahre einfach weniger weit sind, und dann ist es auch total eigentlich ja akzeptiert, kann man sagen. Aber man kann nicht etwas Futuristisches in einem Vergangenheitsspiel sozusagen einbauen. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das wollte ich auch noch sagen. Was ich ja schon vorher gesagt habe, eben das meinte ich. In 40k hat man halt die totale Freiheit, wenn man es so will. Und Fantasy ist dadurch ein bisschen eingeschränkter. Natürlich ist Fantasy immer noch sehr, sehr frei. Aber in 40k kann man echt alles machen eigentlich. Solange es noch nicht so high Science Fiction wird, wie sage ich jetzt mal so Halo-like oder so. Es muss schon einen bestimmten Stil halt haben, aber sonst kann man da für Geländebau jetzt zum Beispiel eigentlich alles machen. Stimme ich Matthew auf jeden Fall zu. Also ich denke einfach auch, das Gesamtbild ist wichtig. Also 40k, ja, man kann auch wirklich spacige Gelände haben, aber irgendwie, es sollte auch etwas einheitlich sein. Nicht irgendwie, ja, hier hat man eine Strohhütte und dann zwei, drei Zoll neben dran hat man irgendeinen Betonbunker und so. Und beim Fantasy, ja, ist vielleicht auch zum Teil ein wenig einfacher, etwas zu bauen, weil man da wie eine Vorlage hat. Also man sagt, ja, zum Beispiel, man hat eben diese Strohhäuser mit Strohdach und so. Und da baut man solche Häuser. Und mit 40.000 ist alles komplett frei. Und das macht es manchmal auch etwas schwieriger, dass er noch so, ja, gut aussieht. Na gut, dafür musst du halt bei Fantasy halt dann darauf achten, dass das wieder so authentisch aussieht. Und bei 40k kannst du halt hier eine Colaflasche hinstellen und das Ding dann so anmalen und dann ist es halt irgendwie eine Rakete, also keine Ahnung. Jetzt übertrieben gesagt. Na gut, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man bei 40.000 eben nur ein paar Bits zu nehmen braucht. Und zum Beispiel, du hast irgend so eine alte Spielzeugrakete rumliegen und tust da ein paar Schädel drauf und so einen imperialen Adler und noch ein paar Technikzeugs, Bits, und dann ja, stellst du das auf irgend so eine Base mit Kork und sandest das ein und schon hast du eine Mega V8 Atomrakete, die alles einäschern kann. Finde ich gut. Also das ist jetzt so das, was ich meine. Aber bei Fantasy, das stimmt schon, man hat schon so ein bisschen mehr einen Leitfaden, wohin es geht. Weil ja auch in den Armeebüchern ein bisschen mehr beschrieben ist. Also bei 40k sind ja, also ich habe jetzt ziemlich, ja, relativ viele 40k-Kodexe. Und da sieht man, also jetzt, wenn wir vom Gelände weiter ausgehen, im Hintergrund zum Beispiel oder auch im Vordergrund eben mehr so Betonbauten mit Stahl und so und nicht genau definiert. Und bei Fantasy gibt es dann halt, keine Ahnung, Orkhütten, dann gibt es imperiale Gebäude, die einfach aussehen wie Mittelaltergebäude. Da kann man sich dann auch dran orientieren. Und ja, eben ja so Vorgaben mehr. Gut, aber Tabletop ist, also das, ja, das, wo man etwas erschafft, ist ja eigentlich auch nicht viel anderes als Modellbau. Man kann es ja eigentlich auch mit einer Modelleisenbahn vergleichen. Und ich sag mal so, ein guter Modellbauer kann aus jedem Müll irgendwas bauen, das gut aussieht. Ich meine, also ich selber sehe das ziemlich oft irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, das rumliegt, eine alte Flasche oder Dosen oder was auch immer, man kann immer etwas daraus machen.
Und Gabriel, du hast ja ein Format der Mac-Schuppen, wo du einfach blind irgendwelche Teile ziehst. Und ja, es kommt ja trotzdem etwas Gutes raus. Also. Wollte auch gerade darauf ansprechen, du hast ja auch ein Video gemacht, weil wir hatten ja so ein Austauschvideo. Da hast du ja auch einfach irgendwelchen Schrott, eine imperiale Stellung gebaut. Das ist eben das Coole, was ich auch finde am ja einem Hobby an, im Gegensatz gesehen zu historischem Tabletop zum Beispiel. Bei historischem Tabletop kannst du dir aussuchen, wo der Stapel Holz neben der Bauernhütte stehen soll. Und bei Fantasy kannst du dir aussuchen, wie viele Minitürme du noch an den Turm dran klatschen willst und ob da oben noch eine magische Kugel dran kommen soll und was weiß ich. Oder du kannst eben aus allem was bauen. Versuch mal aus einem Eierkarton eine historische Mittelalterburg zu bauen. Wird ein Auf den bisschen Gipfel rüber, schwierig. das geht schon. Also, das Ja, wäre so die Unterschiede ich würde das noch ein bisschen mehr zurückgehen auf die, nicht nur auf Gelände, sondern auf auf die die Modelle. Modelle an sich. Ja, was da im Prinzip jetzt, also lassen wir jetzt mal Herr der Ringe außen vor. Also das ist halt auch wieder das, dass die müssen halt so aussehen, wie es ist. Da kannst du zwar auch noch ein paar Orks umbauen oder was, dass die halt, der eine irgendwie keinen Arm hat oder so. Das ist schon klar, dass die auch ein bisschen unterschiedlich aussehen, aber halt so diese so Legolas und sowas mit Afro und so, das wird halt auch irgendwie. Da wirst du wahrscheinlich hochgerannt aus dem nächsten Laden rausgeschmissen, wenn du mit sowas ankommst. Aber halt bei. Wo waren wir mal? Ich finde, da geht es einiges. Also man kann da wirklich was umbauen. Ob es jetzt bloß von der Pose her ist oder ob es wirklich ist, dass du wirklich aus 20 Modellen einen Helden zusammenbaust und dem dann halt einfach die Werte halt von irgendwem gibst oder was. Also ich denke mal, das ist wirklich eins der kreativsten Hobbys, die man haben kann. Also ich möchte gerne nochmal das Diorama ansprechen, weil, also ich finde, Dioramen zu bauen ist etwas vom kreativsten, das man eigentlich machen kann bei diesem Hobby, weil, also man, zuerst braucht man eine Idee, um was dreht es sich bei diesem Diorama. Also, ja, ich meine, sich nur irgendwie, keine Ahnung, ein paar Marines auf einem größeren Base irgendwie, sondern irgendwie das eine Szenerie darstellt und dann das sich überlegen, vielleicht noch im Internet, keine Ahnung, die passenden Teile dazu hervorsuchen, das dann zu bauen, eventuelle Figuren umzubauen, ja, das Ganze anzumalen. Ich denke, das ist extrem anspruchsvoll. Ja, also das stimmt schon, natürlich. Das ist quasi, wenn man es bildlich sprechen will, alle Aspekte des Hobbys in einen Topf geworfen, Diorama. Also man muss sich ein Thema überlegen, man hat meistens hat man Gelände drin, Basing, schöne Figuren, die meistens umgebaut sind und angemalt und so weiter. Und wenn man, ich habe ja bei Amis und Parade mitgemacht, da, das ist ja quasi ein riesiges Diorama. Und da steckt man dann auch schon viel Zeit rein, aber dann ist natürlich am Ende die Frage, bei einem Diorama, was bekommt man am Ende raus? Weil das hat man dann da stehen und man kann im Prinzip danach nichts mehr damit machen. Deswegen ist es im Prinzip dann wie, wenn man ja die Panzer anmalt, historische Panzer und die sammelt oder so. Also habe ich nichts gegen, finde ich auch cool, aber bei Warhammer oder Warhammer 40.000 geht es ja auch darum, dass man dann mit den Modellen danach spielt und eben sie noch weiter verwenden kann, wenn man sie eben gebaut und angemalt hat. Ja gut, man kann ja auch die das entsprechende Base, also quasi die einzelnen Modelle nicht direkt auf das Diorama kleben, sondern auf Bases entsprechend den Regeln und dieses Base dann wieder genauso gestalten wie das Diorama-Gelände und die dann da einsetzen. Das finde ich eigentlich Ja, eine das kommt dann immer drauf sehr an, gute Lösung. was man dann macht. Ja, aber wenn es halt dann richtig so eine Kampfpose ist, wo halt quasi die zwei oder mehrere Gegner direkt ineinander verkeilt sind quasi, dann kann man das wahrscheinlich eher vergessen, das dann noch irgendwie auseinandergefuselt als Spielfigur zu verwenden. Ich denke, ein Diorama ist auch eher eine eben Vitrinenfigur sozusagen, weil ist ja, Turil, du spielst ja auch nicht wirklich oft und du machst ja auch mehr Vitrinenfiguren. Und ich denke, wenn man eine Vitrinenfigur bemalt, gibt man sich nochmal mehr Mühe und versucht die wirklich am besten, am schönsten zu machen, wie man das kann, weil man das dann einfach ansieht. Man sieht es an. Und
bei einer Spielarmee, so wie ich sie habe, da reg ich mich nicht groß auf, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, jetzt bei einer Space Marine Rüstung irgendeiner von diesen da zum Beispiel eine Kniekehle etwas daneben gemalt habe. Ich meine, das sieht man auf dem Spielfeld nicht und dann braucht man sich auch nicht so wahnsinnig drum zu stören. Also man sollte sein Bestes geben, auf jeden Fall. Aber wenn man es nur anschauen würde, dann würde es jedes Mal, würde man denken, ah, schade, habe ich da nicht nachgebessert. Und das ist auch wichtig, denke ich. Das würde man uns ja dann wieder zu dem Thema führen, wozu sind Dioramen gut? Weil, wenn man zum Beispiel, jetzt mal sagen wir mal jetzt Beispiel gesprochen, nicht so einen YouTube-Kanal hat oder so, wo man das dann auch zeigen kann, steht das hier, würde bei mir jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Diorama bauen würde, einfach hier zu Hause rumstehen, ich würde es mir anschauen mal und dann ist es schön. Ja, Ja. gut. Ich habe, bevor ich YouTube angefangen habe, schon, ich glaube, 2 oder 3 Jahre mit den Dingern bemalt. In der Zeit noch nie ein einziges Spiel gespielt und eine ganze Vitrine voll mit dem Zeug mittlerweile. Und ich denke mir halt, ich habe sehr viel Spaß damit, diese Figuren umzubauen, zu bemalen und so. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich was fertig habe und es halt in diese Vitrine stelle zu den anderen und mir halt diese Vitrine anschaue. Und also ich habe schon einiges an Zeit vor dieser Vitrine verbracht, muss ich zugeben. Und ich finde es jedes Mal wieder schön, wenn ich dort vorbeigehe. Und ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie Verschwendung wäre, wenn ich jetzt da nicht mitspielen würde, sozusagen. Also ich Nö, fände finde ich es auch auch nicht. so. Ich finde es auch so super. Das ist wahrscheinlich dann auch der Reiz an, ja, so historischen, ja, Figuren, zum Beispiel Panzer oder so. Dass man eben Bellautos oder so etwas, ja. auch das quasi das Bauen und Malen der Selbstzweck ist. Das wird jetzt schon zu philosophisch, aber dass man eben auch die Zeit, die man damit verbringt, das Ganze anzumalen und zu bauen, das macht ja auch Spaß. Und, ja, das ist dann wahrscheinlich der Zweck, eben, dass man für sich selbst etwas schafft. Das ist ja eigentlich wie Briefmarken sammeln. Also ja, nur halt beim Briefmarken sammeln freut man sich, wenn man irgendwo in einem Stapel alter Briefe noch eine Briefmarke findet, die etwas älter ist oder so. Man Aber halt noch nicht irgendwie, hat, ne? ja, aber man selber macht ja eigentlich nichts Kreatives. Man sucht diese Sachen und ordnet die schön ein, aber dann kann man es ja eigentlich auch nur anschauen und oh toll. Wenn Ja. man Figuren baut und malt, dann ist es ja, dass man quasi einen Teil von sich selbst, heißt auch Selbstverwirklichung, also etwas, was man auch ausdrücken will, wie Kunst im Prinzip. Es ist, ich würde es sogar als Kunst bezeichnen. Und dann hat man das dann, und ja, das ist einfach ein cooles Gefühl, wenn man so ein fertiges Regiment, vor sich stehen hat. Das finde ich auf jeden Fall. Und ich finde auch, das ist jetzt genau das, wo es jetzt vom Thema her, wo ich mir es gewünscht hatte, wo das auch jetzt hinläuft. Einfach darauf, dass es wirklich Kreativität halt jetzt und alles, es führt alles zu einem gewissen Ergebnis und auf das kann man dann stolz sein. Okay, wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ja, danke an Gabriel, dass du da warst. Bitte? Ja, jetzt noch eine kleine Frage. Findet ihr, dass unser Hobby kreativ ist? Und wenn ja, was daran ist kreativ? Und ja, wenn ihr Themenvorschläge habt, ab in die Kommentare damit. Wir danken fürs Zusehen. Tschüss.